Kann man diesen Boss überhaupt besiegen? Is it my kitchen? Oh mein Gott. Ich wusste, dass die beiden sterben. Ganz ehrlich, wenn ich diesen Kampf schaffe, dann bin ich einfach nur gut. Na gut, dann bin ich mehr als nur gut. Irgendein von dem hier wusste ich nicht. Bei Astralgansbraten. Genau. Ach wirklich, ich muss zusammenarbeiten. Nein, jetzt habe ich hier noch Verteidigung, wie besser, verdammt. Wie viele von denen habe ich überhaupt noch? Oh, keine mehr. Geil. Nein, ich werde nicht wegrennen. Ich werde gegen Mutti weiterkämpfen. Obwohl dieser Kampf eigentlich aussichtslos ist. Dem kann ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht wegrennen. Von meiner eigenen Küche. Defeat, Kampf verloren. Ja. Ja, ja, ja. Haha. Oh. Wie ich erwartet hatte, ihr seid nicht stark genug. Mutti, abschließen. Und somit zieht die Gruppe beschämt Richtung Stadtdorf, weil ihre Mutti zu stark war. Die Schenke ist das Einzige, was zählt. Oha, ich hätte nicht gedacht, dass Mutti so stark ist.
Das kommt auch weg. Auch weg. Kommt eigentlich mal alles weg. Und jetzt werde ich mich noch mal ein bisschen eindecken. Beutel mit Süßigkeiten. Wie viel muss ich von sowas kaufen? Ich kaufe mir 20 davon. Wenn ich gegen Mutti bestehen will, dann brauche ich sowas. Und vor allem Heiltränke. Vor allem einfach dann so dieser Erfolgstitel, ist das my kitchen? Ist das meine Küche? Oh, Sonnencreme. Göttlicher Widerstand. Könnte ich mir auch holen. Ich hätte mir den tragbaren Schild eher kaufen sollen. Naja. Egal. Oh, mit dem großen Phönix aus der Asche, davon muss ich mir ziemlich viel holen. So. Dann hole ich mir noch 15 von denen. Ja. Ne, 20, wenn es geht. Ja, genau, es sind 20. Und. Okay, mir fehlt das Gold. Tja, Leute, jetzt haben wir es eingedeckt und müssen. Oh. Ach, Mutti. Neustart. Ähnelt ihr euch diesen Ort? In deinem Haus, Mutti. Oh Gott, das ist immer noch so stark. Beutel mit Süßigkeiten. Ich würde mal sagen, du nimmst einfach den großen Heiltrank. Oh. Das mag ich, mag Schildkröten, hat ihm auch nicht viel mehr viel gebracht. So, dem Magier gebe ich jetzt erstmal Regeneration und dann Vereisen auf die Mutter.
Wiederherstellung. So langsam aber sicher gegen Mutti. Feuerball. Wenn das Mutti so oft angreifen kann, ist es schon etwas unfair, böse zugleich. Würde ich mal so sagen. Also ich hätte Mutti schon mal zur Hälfte schon mal zur Hälfte unten, also. Ja. Ich müsste diesen körperlichen Widerstand von Mutti entfernen. Ich mag Schildkröten. So, erstmal alle heilen. Du brauchst, pfeifst dir einen Heiltrank rein. So, Regeneration braucht er ja. Braucht es gerade keiner. So, dann kann ich hier wieder schön draufhauen auf Mutti. Ihr müsst zusammenarbeiten. Ach wirklich, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich zusammenarbeiten muss. Ich dachte, ich müsste gegen die anderen arbeiten. Regeneration. Was, ich wusste gar nicht, dass sie das zweimal nacheinander machen kann. Oh Gott. Regeneration auf den Ritter. Der Magier hat ja noch drauf und dann. Wobei, Zirkel der Heilung. Belebst ihn wieder. Heiltrank. Der Tod ist nah. Ich hab nicht gedacht, dass Mutti so stark letzten Endes noch zuhaut. Oh, das ist so schlimm. Jetzt kann ich wieder den Feuerball draufhauen.
und der Krieger ist tot. Okay, das eine Zeug, was ich da vorhin gekauft habe, das nutze ich gerade gar nicht, aber ich muss sagen, das ist gerade voll überflüssig irgendwie. Also der Krieger wieder tot. Das ist der härteste Kampf des ganzen Spiels irgendwo. Generation. Oh, und das, jetzt wurde Mutti besiegt. Oh. Ich glaube, ich habe jetzt für den Kampf eine halbe Stunde oder so gebraucht. Wie konntest du nur? Wow, 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 wow. Game over. GG. WP. Glückwunsch. Du hast das Spiel besiegt. Du bist ein echter Hardcore-Spieler. Ist ja halt gar nicht, wie ich mich fühle. Einfach diesen Sieg über die Mutter, über die eigene, über Mutti errungen zu haben. Ach ja, und jetzt gibt es nichts mehr zu tun in der Welt der... In Papierwelt. Na gut, ich könnte auf der Steam-Insel noch irgendwas machen und so, aber das lasse ich alles beiseite. Und so, dann hier endet die Reise. Nach 1149 Tagen des Umherwanderns, Monster töten und sowas. Letzten Endes gegen den wahren Endboss, und zwar gegen die eigene Mutter zu gewinnen. Und jetzt letzten Endes, dass alle auf Level 44 sind, ist Genugtuung, und somit beende ich das Let's Play. Wirklich. Das DLC ist durch. Die Hauptstory auch. Der wahre Endboss ist besiegt. Und was wollten wir mehr? Also dann natürlich. Leute, dann da ich natürlich nur noch... Bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich Sunbros. Praise the Sun. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Projekt. Ja. Yo. Und wie gesagt, bis zum nächsten Projekt.